Hi, willkommen zum Unboxing des Monoprice Select Mini Version 2. Hier möchte ich den Drucker einfach mal zeigen und den Test gibt es dann beim nächsten Mal. Fangen wir auch an mit dem Unboxing. Ja, der kleine, ja, jetzt habe ich das schon vorweggenommen. Also der hat ein beheiztes Druckbett von 12x12 cm und in Z-Richtung geht es ebenfalls 12 cm. Dem Drucker liegt ein Zettel bei, stop, read this before unpacking your printer. Also man soll den Drucker nicht sofort zurückschicken an den Händler, sondern sich erstmal beim Hersteller melden, dass sie dann dir helfen, wenn du Probleme damit haben solltest. Das klingt schon mal nicht schlecht. Ob das dann auch wirklich so ist, wird sich hoffentlich nie zeigen. Also 3dprinter@monoprice.com ist die Adresse. Ein Karton im Karton, das sieht man auch nicht so oft. Als Logistiker ist das für mich ja sehr positiv. Ich habe schon andere Drucker getestet, wo die Verpackung nicht so toll war. So, da muss man noch mal gucken, auf der anderen Seite noch mal das Messer rauszücken. Ich habe mich für die weiße Variante entschieden, also es gibt zwei Varianten des Druckers, einmal in weiß und einmal in schwarz. Die weiße Variante, weil alle anderen Drucker, die ich habe, die sind eigentlich schwarz und ich wollte endlich mal auch mal ein wenig Farbe in das Spiel bringen, sag ich mal. Ja, und hier ist wieder ein Zettel, und zwar thank you for the purchase of this printer, beziehungsweise thank you for your order, und dann die Anleitung. Und ja, die Anleitung, die ist relativ dünn, ich meine, ist ja auch verständlich, weil man muss den Drucker ja nicht aufbauen. Es ist auch alles vorhanden, was benötigt wird. Also wie man den Drucker startet, wie man die Software installiert, Hauptsache, also die nötigsten Informationen sind anscheinend drin. Da steht auch drin, wie du jetzt zum Beispiel den Slicer Cura installierst oder Repetier Host und weitere Informationen zum technischen Support. Das liest sich schon mal sehr positiv, das muss ich echt sagen. Am Ende zählt natürlich wieder besser gar nicht angewiesen sein auf einen technischen Support. Aber wenn man dann angewiesen ist, dann sollte das auch funktionieren. Und wenn du hundertprozentig zufrieden bist, dann ja, steht da drin, dass man sich dann auch, dass man sie ja auch dann bewerten kann. Ja, so wird es ein bisschen schwierig, den Drucker da rauszuholen, auf die Seite gelegt. Und schon geht's einfacher. Ist mal weggelegt zum anderen Karton. Viel Verpackungsmaterial, aber ich sehe es positiv in dem Fall. Da ist jetzt das Netzteil drin. Fragt sich jetzt wahrscheinlich, wo das Kabel ist. Der Euro-Stecker, der liegt wahrscheinlich im Karton. Das ist Filament, 1,75 mm, 190 Grad bis 210 Grad ist die Drucktemperatur. Okay, das Testfilament ist ein wenig mager, aber da ist auch schon das gute Stück. Was haben wir in dem Karton drin?
Da ist eine Micro SD-Card drin und ein 6-Kant-Schlüssel. Hier, da siehst du das. Ein USB-Kabel, USB zu Micro USB. Und der Euro-Stecker, also keine Sorge, wenn du die Euro-Variante kaufst, hier steht meistens EU-Plug drauf, dann kriegst du auch den Euro-Stecker. Und das ist der Spulenhalter, sehr süß, sehr klein, aber aus Metall. Und hier auch ein wenig extra Werkzeug, ein Spachtel zum Abkratzen des Druckerkits von der Druckoberfläche, die ist beschichtet. Und ein Bömsken, Silika natürlich. Und da steht da, der kleine Monoprice Select Mini Version 2. Sieht sehr gut aus, macht einen sehr wertigen Eindruck. Alles, also nahezu alles, ist aus Metall. Und der ist auch schön klein, kompakt, den kann man auch einfach mal in der Hand umdrehen, damit du dir den jetzt einfach mal überall angucken kannst. Also sieht nach einem sehr ordentlichen Konzept aus. Ein guter Freund von mir hat einen ähnlichen Drucker von einem anderen Hersteller, aber ich denke, da wurde einfach nur der Name geändert. Ein kleines Problem habe ich hier gefunden, und zwar kippelt der Drucker ein wenig. Da muss ich dann nochmal gucken, woran das liegt, ob das unten an den, an den Dämpfern liegt. Und dann kommt die Spulenhalterung dran. Ja, nicht ganz einfach alles. Muss nochmal gucken. Ja, und um zu gucken, ob der Drucker da nicht einfach umkippt, dieser kleine Drucker, wenn man da Filament dran packt, nehme ich gleich einfach auch mal eine Spule, die ich dann da dran packe. Und obwohl er so klein ist, wiegt er schon einiges, der Drucker. Und dann testen wir das jetzt mal mit dem Filament. Also du siehst, der Drucker wackelt, das liegt meiner Meinung nach an den Füßen unten. Und das lässt sich wahrscheinlich sehr einfach beheben, das Problem. Das war's von mir. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann, wenn ich den Drucker teste. Ich wünsche dir alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Glück auf!